Am Mittwochabend kam es zu einem Brand im Heskemer Ortsteil Mölln. Ein Anwohner hatte gegen 19.40 Uhr Qualm aus einer Lagerhalle für Reifen aufsteigen sehen. 60 Feuerwehrleute aus der Ebsower Grundgemeinde rückten aus. Auch die Marburger Feuerwehr war mit Drehleiter vor Ort. Das Feuer ist im Innenbereich ausgebrochen, vermutlich durch einen Holzofen. Momentan haben wir auch die Besonderheit, das Feuer ist also im Moment nur im Innenbereich. Wir sind jetzt über eine Drehleiter dabei, den Giebel freizulegen, weil es unter der Dachunterkonstruktion brennt. Und insofern ein bisschen schwierig ist, an den Brandherd heranzukommen. Verletzt wurde niemand. Während der Löscharbeiten war die Straße zwischen Heskem und Dreihausen voll gesperrt.